Yo, 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 willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies und viele haben sie sich gewünscht, die Schattenblume. Heute ist sie wieder hier, die gute alte Blume mit dem Extremschatten. Mal sehen, was wir reißen können, ob die Zombies eine Chance gegen meine übermächtigen, dunklen Fähigkeiten haben. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe sie schon lange, lange nicht mehr gespielt, aber da holen wir direkt einen Kill. Ich persönlich finde die Feuervariante besser, aber durchaus kann man sie natürlich spielen. Sie ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen, aber Feuer ist besser. Feuer ist deutlich besser. So, hier erstmal eine Pflanze reinhauen. Dem Zeitungszombie ein bisschen auf die Mütze geben. Da fliegt ein Wicht. Mal ein weiter neben, Gott sei Dank. Und ja, ich heile. Ich heile und verteidige. Das, was wir eben am besten können. Und da springen sie, die Emos. Da springen sie. Vorsicht, Vorsicht. Ich werde getackelt. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Keine Munition. Es ist so lange her, dass ich allgemein eine Sonnenblume gespielt habe. Aber hier eben finde ich die Feuervariante besser, weil sie brennt nach. Feuer ist wirklich die beste Fähigkeit. Klar, die hier schnell, macht Schaden, hat mehr Munition. Klar, auch keine schlechte Variante, aber Feuer deutlich geiler. Das Nachbrennen, das gute alte Nachbrennen. Ist immer wieder schön. Komm schon, gib mir noch einen Kill. Und ich bin tot, da kommt die Horde. Och nein, der schon wieder, wirklich. Der Mann verfolgt mich. Wahrscheinlich demnächst wechselt er um auf sein Z4. Und hält sich wieder für gut. Irgendwie spiele ich nie den Solarstrahl. Der gefällt mir nicht. Keine Ahnung. Ist einfach nicht mein Stil. Kommt schon. Heilen, heilen, heilen. Ich halte hier die Gruppe zusammen. Ist meine Art. Bester Sanitäter aller Zeiten. Auszeichnung Sanitäter des Jahres. Hier oben, hier oben, hier oben. Wieso schießt denn niemand? Der steht da rum. Gut. Problem erkannt. Problem gebannt. Wow, 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 wow. Wir brauchen hier, glaube ich, noch eine Heilblume. Hier, Heilblume, Heilblume, Heilblume. Harte Healing-Scheiße. Und hier noch meine Heilblume. Boah, wie geht das? Dieser Typ. Eine Vorlage. Komm schon. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Irgendjemand heilig. Irgendjemand heilig. Ich versuch's. Ich versuch's. Ah, shit. Komm schon. Ich stand neben ihm. Ein Wunder, dass ich so lange überlebt habe. Kein gutes Team. Absolut kein gutes Team. Da liege ich im Dreck und mir geht's gar nicht gut. Ich fühle mich absolut nicht frisch. Oh, komm schon. Was hatte der noch? 10%. Ein Treffer. Ein guter Treffer. Vielleicht zwei. Und er wäre tot gewesen. Einer, vielleicht zwei Treffer. Und ich hätte ihn erledigt. Naja. Bohnen. In der Not braucht man Bohnen. So, was setzt man hier am besten hin? Ja, so ein Unheilpilz. Ein wenig Doom. Fuck. Das war ziemlich knapp. Das hätte eben gerade unschön für mich enden können. Komm schon. Ich habe ihm gut gegeben. Aber Jungs, ich bin kein Killer. Ich bin Sanitäter. Oh, hier drüben, hier drüben, hier drüben, hier drüben. Kann ich noch ein bisschen mit reinpratzen. Ey, wow. Leute. Wo ist mein Support? Rettet den Heiler. Rettet doch euren Heiler. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen mit dem Solarstrahl ran. Um den Teleport wegzuholen. Ey, das Team ist echt mies. Boah, von hinten. Noch eine Pflanze. Wo ist der Support?
Ach, ich bin der Support, richtig. Ich versuch's. Hier. Mach was draus. Oh, ein Wicht, natürlich. Direkt vor mich hin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ich muss da wieder rein. Hier, Heilung. Heilung fürs Team. So, kritisch. Absolut kritisch. Guck mal, wie ich ihm gebe. Und er steht und steht und steht. Und hinter uns. Boah, 3 HP und ich bin schon wieder tot. Bekomme noch eine Vorlage hin. Aber hier die kleine zarte Blume, ja, ist mehr in die Scheiße involviert als irgendwelche Schnapper. Und damit würde ich sagen, ist schon wieder alles gesagt. Beweisaufnahme beendet. So. So. Hauen wir die mal weg und hier drüben kommen sie. Und wo ist das Team? Ja, 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 die Bohne, sehr gut. Und zack. Heilung andrücken. Dauerheilung. Geht doch in den Garten rein, Jungs. Geht rein. Oh, und der All-Star natürlich auch noch. Und der Sarg-Zombie. Gib mir hier noch den finalen Schlag. Ich glaube, hier bin ich mehr tot als lebendig. Ich versuch's mit allen Mitteln. Ich versuch's wirklich mit allen Mitteln, hier irgendwas zu reißen. Gib mir mal einen Kill. Damit ich mich hier wieder ein bisschen aufbauen kann. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, von allen Seiten. No way. No way. No way. Einfach no way. No way. Way. Der Fluch muss gebrochen werden mit einem Kill. Yes, Gott sei Dank. Es besteht noch ein wenig Hoffnung für den alten Mann hier. Vorsicht! Da hat jemand Käse. Fiesen Käse. Bleib doch drin. Bin ich der Einzige, wirklich der Einzige, der hier verteidigt? 2%. Da verteidigt niemand. Da verteidigt absolut niemand. Und der nimmt nicht mal Schaden. Ist komplett immun gegen meine Angriffe. Da fühlt man sich gut, Jungs. Da fühlt man sich echt gut. Leute, billige Zombies nehmen uns ein. Das wisst ihr, oder? Der Schnapper könnte die einfach wegbeißen. Und da kam, glaube ich, ein Wicht. Und da kommt noch ein Wicht. Und vor mir ist eine Mine. Und großer Gott. Großer Gott. Das sind die traurigen Runden. Aber die müssen eben auch gespielt werden. Vielleicht können wir am Ende doch noch irgendwie gewinnen. Gibt es eine kleine Chance, dass wir am Ende irgendwie gewinnen können? Eine winzig kleine Chance. Eine winzig, 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 winzig kleine Chance. Super winzig klein, aber vielleicht ist sie noch hier. Man kann halt zu schnell in Deckung gehen von meinen Schüssen. Das ist halt der Vorteil, den die Feuervariante meiner Meinung nach hat. Wenn du mal gut reinhaust, kommen wenigstens noch 20 Schadenspunkte on top. Au. Komm schon, ich habe keine Chance. Ich bin eine kleine Blume. Ich bekomme eine Vorlage. Wer hat mir denn den Kill geklaut? Ich würde dich gerne heilen, aber dafür musst du stehen bleiben, mein Freund.
schon, gib mir den mal. Gib Daddy mal den Kill hier. No, 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 no. Wo ist der hin? Warum nimmt er keinen Schaden? Im Ernst jetzt? Warum nimmt er keinen Schaden? Habt ihr es gerade gesehen? Ich hab ihm gegeben. Das war ein Treffer. Und der Typ nimmt keinen Schaden. Er hat es einfach weggesteckt. War einfach unsterblich aus irgendeinem Grund. Und eine Rakete genau in mein Gesicht. Die kam auch irgendwie so in Zeitlupe. Und der nächste Garten verloren. Der nächste Garten. Renn! Bro, renn! No! Hol ihn dir! Friss ihn! Oh, Gott sei Dank. Alles klar, der ist weg. Der andere flieht. Okay, ziehen wir uns zurück Richtung Garten. Achtung, lass mal hier den Papa ran. Der Papa macht das gut. Yes! Yes! Ein bisschen Hoffnung. Ja, noch einen weggeholt, aber er holt zwei wieder. Ich glaube, ich bin auch die einzige Sonnenblume hier. Die einzige ganz alleine, einsam. Und da wird wieder der Garten überrannt. Oh, hier drüben rennt noch eine rum. Gut. Autsch, Vorsicht, 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 Vorsicht. Block mich doch nicht. Klebt an mir dran. Wie die Scheiße an dem Schuh. So, wo rennen die rum? Hier drüben. Bam, 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 bam. Flank ein wenig rein. Hartes Flanking. Komm schon, hol ihn dir. Da kommt der Wicht um die Ecke gekullert. Sehr gut. Oh, aber die räuchern uns aus. Meine Halbblume ist weg, ha? Huh? Schade. Bada, bam, komm schon, gib mir noch einen Kill. Schönes Ding. Und ich bin tot. Er ist auch so ein alter Camper-Sohn. Immer nur am Campen, der Dude. Aber jetzt wenigstens die Pflanzen reagieren mal ein bisschen korrekt. Weil eigentlich kann man das echt gut reißen, wenn man so zwei, drei gute Heiler hat. Stabiles Heilen. Ich hau hier nochmal einen Pott hin. Ja, das könnte was werden. Jungs, genau so. Genau so. Achtung, da kommt der Wicht. Keine Sorge. Ich flick dich wieder zusammen. Und da kommt er wieder und will campen. Leute, 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 der rauscht von hinten wieder rein. Der Sausack. Drück die Heilung an. Ah! Enges Ding und der steht da oben und wartet. Vielleicht kann ich die Blume hier noch holen. Ich versuch's. Yep. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So. Heilen wir uns gegenseitig, Dude. Oh, der ist weg. Da kommt ein Wicht. Hier, Heilung, 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 Heilung. Halte durch. Gib mein Bestes, Alter. Von der Seite. Wow, 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 wow. Gib mir noch ein bisschen Heilung. Achtung. Kommt einer rein. Keine Ahnung, warum ich den schon wieder rein gar nicht getroffen habe. Shit, Flammen von der Seite. Flammen von der Seite. Schön hier mit den Nüsschen. Schön. Schönes Nuss-Defense-Spiel. Halbpot, wo seid ihr?
Oh, jetzt kommen die ganzen Zombies. Jetzt überrennen sie uns. Es sah für einen Moment wirklich extrem gut aus, was wir hier gemacht haben. Oh. Aber da hat jemand gerade gut mit der Bohne getroffen. Wenn da jetzt noch ein paar Jungs reinkommen, könnte das was werden, aber ich glaube nicht. Nein. Aber hier haben sie zum ersten Mal gezeigt, sie können doch was. Wirklich, das war gut gespielt. Props. Lob. Ey, ich kam nicht weg. Ich kam nicht weg. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das hinbekommen. Wenn man sie halt hier schon gut ausbremst. Das ist eine feine Sache. Wenn sie keinen Teleport bekommen, dann könnten wir es hinbekommen. Wo ist denn der Teleport? Pflanze, folge mir. Ah, der ist hier drüben. Okidoki. Erstmal schön hier wieder ein bisschen mitheilen. Oh, wow, 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 wow. Gib ihm. Gut. Der war aber auch schon ziemlich angekratzt von mir, ja? Fürs Protokoll. Hab den schon ganz gut angekratzt, den Jungen. Belebt mich. Naja. Ich will nur noch den Sieg. Ich will nur noch den Sieg. Hier würde ich euch raten, am besten Eis reinzuhauen, denn die bremsen gut aus. Also man sollte sie wirklich nicht unterschätzen. Die Eisvarianten. Nope. Wow, wow, wow. Ha, Idiot. Konnte in die Falle reingelockt. Aber jetzt wird getackelt. Hartes Tackling. Komm schon, yes. Das war mein Erzfeind. Alles klar. Wieder was gelernt. Er schiebt mein... Habt ihr das gerade gesehen? Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Der hat wirklich meine Pflanze weggeschoben. Ich wusste nicht, dass sowas geht. War mir komplett neu. Ich wusste nicht, dass man den Topf wegschieben kann. What the fuck? What the foo? Sowas geht's. Neue Erkenntnis für mich. Sehr gut. Oh, wo könnte man hier noch Heilung hinsetzen? Wo wird Heilung verlangt? Vielleicht hier. Den einen noch frisch. Na komm, hau den Pott mal raus. So. Einer geht oben durch. Alles klar, sehr gut. Oh, von der Seite. Der macht einen Doppelsprung. Sehr gut. Nice. Und was kommt hier irgendwo? Ein Megafon in der Ferne. Ey, 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 komm schon. Alles klar, er wurde ausgebremst, Gott sei Dank. Das wird ein Sieg. Das wird ein Sieg. Traurig, aber ein Sieg. Na komm! Was hatte der noch? 2%. Ich hatte noch nie so viel Pech wie in diesem Spiel. Aber aufgeben ist eben nie drin. Und am Ende haben wir gewonnen. Und darum geht's doch, oder? Bin mal gespannt. Haben wir 10 Kills? Habe ich wenigstens 10 bekommen? Naja, die Münzen sehen relativ stabil aus. Und wir stehen wo genau? Platz 3. 13 Kills. Ja, mit der Schattenblume. Die ist nicht schlecht. Die ist wirklich nicht schlecht. Aber die Feuerblume, ich kann es euch garantieren, die ist besser.
Die ist wirklich besser, weil ich finde den Feuerschaden halt gut. Man kommt zu gut weg, wenn eine Pflanze nur 7 bis 10 Schadenpunkte macht. Du kannst einfach zu schnell dich hinter einen Stein, hinter irgendeine Deckung verbergen. Und also ich persönlich finde, Feuerblume ist viel geiler, weil sie brennt halt nach. Und das ist ein wichtiger Effekt. Und ich glaube, so vom Trefferschaden sind sie ja ungefähr gleich. Die Schattenblume hat mehr Munition. Naja, Geschmackssache. Gut. Wie immer, Bewertung nicht vergessen, würde mich freuen. Viele Leute möchten ja weiter Plants vs. Zombies sehen. Dann könnt ihr auch ein bisschen bewerten. Nehmt die Sekunde und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss!